Hallo zusammen, ich habe hier einen Wohnwagenkühlschrank. Etwa 90 Liter, er hat jetzt 95, da komme ich dazu. Dieser Kühlschrank hat eine Breite von 48,5 und eine Höhe von 792 ohne Kühlaggregat. Wir sehen hier, er hat relativ tiefe Auszüge drin. Der Schrank ist auch relativ tief und oben habe ich ein kleines Eisfach. Es geht hier um einen Kompressorkühlschrank. Ein Kompressorkühlschrank, die Sie noch nicht wissen, die kühlen, auch wenn es warm ist, wenn er schräg steht und wenn er bewegt wird. Ein Absorberkühlschrank kühlt nicht, wenn er über 35 Grad hat, Außentemperatur, bewegt wird. Also eine kontinuierliche Bewegung auf der Autobahn, man macht ihm nichts. Und wenn er schräg steht, Punkt. Auf Gas funktionieren die Teile, die brauchen einfach sehr viel Gas, Punkt. Aber auf 230 Volt und auf 12 Volt brauchen sie rund 8-mal mehr Energie wie ein Kompressorkühlschrank. Und wenn ihr eine Solaranlage habt, dann braucht ihr eigentlich eine größere Solaranlage, die 8-mal größer ist. Auch die Batterie muss größer sein und so weiter. Wenn ihr einen Absorberkühlschrank, also einer mit Gas, auf 12 Volt an der Solaranlage betreiben möchtet. Das ist nicht ganz ein Standardkühlschrank. Wir haben hier das Kühlaggregat, hat noch Kabel dran. Wir sehen, wir haben hier einen Dampfos, also einen Sekop-Kompressor, das war früher Dampfos, BD35, mit dem Standardsteuergerät. Jetzt der gelbe, der hat eine UL-Zulassung, ist ein liefertechnisches Problem, die sind verfügbar, die Standard nicht mehr. Wärmetauscher und Lüfter dazwischen. Und hier oben dran sind zwei Kupplungen. Diese Kupplungen kann ich hier zusammenschrauben und ich kann das Kühlaggregat zum Beispiel in den Zwischenboden setzen oder einen Kasten nebendran, je nachdem, wo es Platz hat, wo es auch besser belüftet wird. Oder ich mache mir ein Gitter irgendwo an die Außenfahrzeug oder gegen unten und mache einen Kasten drauf. Und dann muss ich schauen, dass die Luft, wenn das Aggregat ist, die Luft zum Beispiel von unten her ansaugen kann, hier durch, am Aggregat vorbei und auf der Seite wieder runter. Oder eben hier rein, wenn es Gitter auf der Seite ist, hier rein, durch den Kühler durch. Wichtig ist, dass dieser Kühler gekühlt wird und dann hier wieder weg. Wenn ich so einen Kühlschrank nehme mit dem externen Aggregat, habe ich natürlich einen Vorteil, ich kann das Teil wesentlich besser belüften. Es wird auch in der Regel besser belüftet. Besser belüftet heißt weniger Stromverbrauch und wenn ich das Teil eben eigentlich faktisch aus dem Fahrzeug rauskapseln kann, kann ich das Ding noch mit Schallschutzmatten versehen. Schallschutzmatten dämpfen erstens gegen Innenisolation und sie dämpfen den Schall und ich habe den Schall dann wirklich außerhalb vom Fahrzeug. Ja, das ist dieser 95 WEMO 95N mit der Option Kupplungen. Ich verlinke euch unten logischerweise den Katalog, das ist der hier. Und auf der Seite 36 seht ihr den Kühlschrank, technische Daten, Maßzeichnung, hier den Beschrieb über die Kupplungen. Und der Stromverbrauch von diesem Kühlschrank ist bei 5 Grad innen, also normale Kühlschranktemperatur, und 25 Grad außen, könnt ihr hier nehmen, ist 306 Wattstunden pro Tag oder pro 24 Stunden. Das heißt, mit einer Solaranlage mit 100 bis 150 Watt könnt ihr diesen Kühlschrank autonom betreiben. Batteriegröße wird teilweise gefragt,
was ich für eine Batteriegröße empfehlen würde. Also mit 100 Ampere Stunden Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie seid ihr gut bedient. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Kühlschrank. Eben den Katalog verlinke ich euch unten drin. Hier mache ich euch einen Link über den gleichen Kühlschrank, aber mit internem Aggregat, das ist ein 85N. Und hier oben etwas über den Solarabsorberverbrauch und so weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag.